Schaut mal, da sind Carrie und Carlo. Hallo Leute. Sind das Süßigkeiten für die Party? Sehr schön. Riecht dir das auch? Ach du liebe Güte, das ist Rauch. Das ist ein Flächenbrand. Schnell, er zieht in diese Richtung. Komm schon, Carrie. Carrie ist gefangen. Halte durch, Carrie. Warte, Carlo. Carrie braucht Hilfe. Sie ist eingeschlossen. Es ist das Signal. Carrie und Carlo sind in einem Feuer gefangen und brauchen deine Hilfe. Welches Fahrzeug kann einen Flächenbrand löschen, Karl? Ein Laserlastwagen? Na, wenn du es sagst. Wow, Karl, du hast Laserstrahler. Schau, Carrie. Supertruck ist hier, um dich zu retten. Schnell, Supertruck. Benutze deinen Gefrierstrahl. Gute Arbeit. Da drüben brennt es immer noch. Hervorragende Arbeit, Supertruck. Was passiert denn jetzt? Wow, du hast das ganze Eis geschmolzen. Sehr cool. Oder sollte ich lieber sagen warm? Wir sind so froh, dass du in Sicherheit bist, Carrie. Das war ganz schön knapp. Na, dann bringen wir euch zweimal zu der Party. Vielen Dank für deine harte Arbeit, Supertruck. Du warst mal wieder die Rettung. Sieht so aus, als wäre die Party in vollem Gange. Gute Frage. Wo Karl wohl bleibt?
Naja, habt Spaß alle zusammen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Susi. Wo willst du hin? Du bist auf dem Weg, Spielsachen zu verkaufen auf dem Spielzeugmarkt? Ist schon gut, Susi. Die Spielsachen sind in Ordnung. Du hast eine Menge Spielsachen und kannst sie nicht alle transportieren? Das sind schlechte Nachrichten für den Spielsachenmarkt. Dafür braucht man Spielzeuge. Bitten wir Supertruck um Hilfe. Susi schafft es nicht, ihre ganzen Spielsachen zum Spielzeugmarkt zu transportieren. Sie könnte wirklich Hilfe gebrauchen. Großartig! Deine Höhle, damit du dich verwandeln kannst. Also, in welches Fahrzeug willst du dich verwandeln? Ein Schaufensterlastwagen. Das ist fantastisch. Wow, du bist ein Schaufensterlastwagen. Auf geht's, helfen wir Susi. Hier kommt Supertruck Susi. Er ist ein Schaufensterlastwagen. Dann helfen wir mal Susi, all ihre Spielsachen zum Spielzeugmarkt zu bringen, Supertruck. Fantastisch, Supertruck. Das Schaufenster füllt sich, Susi. Hervorragende Arbeit, Supertruck. Das Schaufenster ist gleich voll. Vielen Dank, Supertruck.
Vielen Dank nochmal, Supertruck. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Oh nein. Wir haben eine Eiszeit. Da ist Tom. Er hat versucht, Peter das Postauto zu retten. Wer wird jetzt die Post austragen? Sogar Sam, der Schneepflug ist eingefroren. Was sollen wir nur tun, Ella? Mo? Ella? Alles in Ordnung? Na. Unternimm etwas, Ella. Los! Aufwachen und das Feuerwerk sehen? Oh. Oh. Ganz Car City und alle seine Einwohner sind eingefroren. Nur Supertruck kann sie retten. Oh. Was kann Supertruck tun? Oh? Wow. Oh, wow. Zwei riesige Heizkörper. Die perfekte Ausrüstung, um Car City aufzuwärmen. Oh. Wenn die Tür nicht aufgeht, kann Supertruck Car City nicht retten. Oh? Hey, hey. Die Eiskörper schmelzen das Eis und verwandeln es in Dampf. Oh, oh. Auf geht's, Supertruck! Komm nicht zu nah, Ella. Diese Heizkörper sind super heiß und könnten dich verbrennen. Gut so, Ella. Oh. Kann Tom Peter retten und Peter kann die heutige Post austragen. Aha. Juhu! Ja. Aha. Oh. 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 Er hat es geschafft. Die Eiszeit ist komplett und absolut geschmolzen. Gut gemacht, Supertruck.
Es sieht so aus, als wären die Kleinen heute schwer am Arbeiten. Klein Frank sagt, sie machen Muttertagskarten. Es ist an der Zeit, reinzugehen, ihr Kleinen. Was ist los, Klein Tom? Jemand hat eure Muttertagskarten geklaut? Könnt ihr nicht noch welche malen? Klein Amber sagt, sie haben kein Papier mehr. Großartige Idee, Klein Amber. Supertruck wird euch helfen können. Wir brauchen deine Hilfe, Karl. Die Muttertagskarten der Kleinen sind gestohlen worden. Und sie müssen schnell etwas Neues machen. In was wirst du dich verwandeln, um den Kleinen zu helfen? Ein Kunsthandwerkslastwagen. Gute Idee. Wow, schau dir die mechanischen Arme an. Und ein Verbrennungsofen. Ich frage mich, wofür der wohl ist. Auf geht's, helfen wir den Kleinen. Hier kommt Supertruck. Ich frage mich, was er da macht. Wow! Supertruck hat die Papierschnipsel recycelt und daraus Herzen gemacht. Das war ganz schön schlau von dir, Supertruck. Die könnt ihr jetzt verzieren. Was ist los, Klein Amber? Du bist ärgerlich, weil deine Karte gestohlen wurde? Ich denke, Supertruck wird dieses Rätsel lösen. Es ist ganz schön windig heute. Sind das die Karten der Kleinen? Wow, ihr Kleinen. Eure verzierten Herzen sehen toll aus. Schaut mal, ihr Kleinen. Supertruck hat eure Karten gefunden. Er sagt, sie müssen davongeblasen worden sein.
Jetzt habt ihr eine Karte und ein Geschenk für den Muttertag. Hervorragende Arbeit, Supertruck. Tschüss, ihr Kleinen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.